Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Petele und willkommen zur vierten Folge von Karrieremodus, meine Damen und Herren. Es ist soweit, wir haben demnächst das erste DFB-Pokal-Spiel und wir haben jetzt hier im Büro erstmal Post. Die ist nämlich von Steffen Schulte. Wir hatten in der letzten Folge oder davor die Folge, da haben wir nämlich unseren eigenen Scout losgeschickt und gesagt, pass mal auf, such mal in Südafrika mal ein richtiges Talent. Und ich glaube, er hat es gefunden. Ich habe ihn meinen Abschlussbericht zu Rolando Arons geschickt. Weitere Berichte zu diesem Spieler werde ich nicht mehr anfertigen. Okay, nee, das war jetzt nicht der, sondern er hat uns hier mal von einem Talent von Newcastle hat er uns mal einen Bericht geschickt. Und ja, seine Einschätzung 5 Sterne von 6, muss ich sagen. Scheint ein ganz guter zu sein. Und der ist mega schnell. Der hat es echt drauf, der Junge. Der ist in der insgesamt eine 72. Ich mache mal eine Anfrage zu Rolando. Und wer weiß, vielleicht ist er wirklich so ein Riesentalent. Man muss auch auf die Scouting-Abteilung hören, Freunde. Und da einfach mal ein kleines Wagnis eingehen. Ihre Anfrage zu Rolando Arons, bezüglich der Anfrage zu Rolando Arons, möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich unsere Preisvorstellung im Bereich von 4,7 Millionen bewegen. Okay, vielen, vielen Dank, da weiß Bescheid. Und ich hatte ja letztes Mal nicht mehr ausgewählt, also ihr konntet nicht entscheiden, was wir spielen, denn ich hatte ja gesagt, immer Pokal geht immer vor. Deswegen werden wir jetzt gegen die Eintracht aus Frankfurt mal ein Spiel simulieren. So, jetzt haben wir hier wieder nationalmäßig was. So, und jetzt kommt Thomas Klein. Genau, das war unser Scout für Südafrika. Hallo Trainer, im Anhang finden Sie meinen Scouting-Bericht für diesen Monat. Lassen Sie mich bitte wissen, welcher Spieler nicht weiter beobachtet werden soll. Dann schauen wir das mal an hier. Wir haben Makaya Mkatsa. Alter, was? So. Also, wo spielt der? Starker Fuß links. Ja, eine gute Schätzung. 2 Sterne. Aber die sind ja auch erst 15. Fikili Nokwe. 1,68. Nein, finde ich zu klein. Spieler ablehnen. So, und die. Genau, die werden weiter beobachtet. Und dann mal schauen, wer weiß, vielleicht habe ich jetzt gerade ein Jahrhunderttalent irgendwo nicht weiter beobachten lassen, aber so ist das nun mal im Fußball. Schaut es euch an, zum Beispiel, zu Messi hat man damals auch gesagt, dass er zu klein ist und zu dünn, um Fußball zu spielen. Und schaut euch, Alter, an, wo Messi steht. So, wir spielen aber jetzt Hamburg gegen Frankfurt. Und ich bin mal gespannt, wir wärmen uns auf. Und jetzt müssen wir schnell simulieren, überspringen. 2-2, wieder Halilovic. Wenn der Junge spielt und es wird simuliert, macht er immer 2 Buden. Also, ein 2-2 geht doch vollkommen in Ordnung. Ein Punkt wieder mitgenommen. Besser als eine Niederlage, Freunde. Weil jetzt geht es los. Deutscher Pokal gegen FSV Mainz 05. Und das sollten wir doch hinbekommen, oder nicht? Natürlich spielen wir zu Hause in unseren weißen Trikots. Hui, ich bin ein bisschen gespannt und aufgeregt, Freunde, denn die erste Runde, die sollten wir auf jeden Fall machen können. Herzlich willkommen zu dieser Partie im deutschen Pokal. An den Mikrofonen begrüßen Sie Wolf Fuß und Frank Puschmann. Und selbst von hier oben, von den Kommentatorenplätzen, kann man die Anspannung vor der Partie spüren. Man sagt ja, dass im Pokal alles möglich ist. Also, lassen wir uns überraschen. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Mainz 05. Der Hamburger SV weiß eigentlich, dass es zu Hause besser laufen muss als beim kürzlichen Remis, als Eintracht Frankfurt der Gegner war. Bei diesem 2-2 hatten sie schon durchaus ihre Siegchance. Vielleicht ist es ja heute soweit. Und willkommen zur ersten Runde im deutschen Pokal. Der Hamburger SV gegen Mainz 05, meine Damen und Herren. So. Und gleich mal geht's los auf dem Weg nach vorne. Verlieren wir direkt die Kugel wieder. Und jetzt muss es mal schnell gehen. Auf außen über Felix Passlack. Komm schon. Kann hier nach innen ziehen. Macht das hier bravourös. Und auf dem zweiten schöne Flanke. Aber da kommt Halilovic nicht dran.
Es gibt trotzdem Eckball, die erste Ecke. 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Allen Halilovic, nice one, Junge. Der hat die 23, wie damals David Beckham. So, Ecke. Die kommt auf Renato Sanchez, aber die geht dann doch eher übers Netz. So, komm Halilovic. Ja, schade. Fast hier durchgesetzt. Jetzt Bobby Wood macht Druck da. Da kann der Torwart nicht hin. Sehr gut. Gut in Bedrängnis gebracht. Einwurf für den HSV. Talilovic geht hier einfach mal durch. Kann schießen. Schießt. Und dann geht der Ball. Ja, etwas am Tor vorbei. Und der, habt ihr es gesehen, wie der reingegrätscht ist, der Gegner? Wenn ich da gefallen wäre, wäre es definitiv ein Elfer gewesen. Passlack nochmal. Schöner Pass. Nochmal weiter auf Ostscholek. Lidovic. Nochmal Ostscholek. Jetzt muss die Flanke kommen. Wir haben aber auch keinen Kopfballstürmer. Da doch jetzt! Bobby Wood, was war das denn, Freunde? Der ist ja komplett über den Spann gerutscht. Es gibt sogar Einwurf. Einwurf. Nee, doch nicht. Alter. Boah, Passlack macht heute ein richtig gutes Spiel. Ja, da laufen die sich über den Haufen. Holpi nimmt sich die Kugel, flankt den Ball einfach mal rein. Da ist Halilovic. Da ist Halilovic mit dem 1:0, Freunde. Jawohl. Schönes Ding hier von Holpi. Und Halilovic lässt sich diese Chance nicht entgehen. Trifft hier im vierten Spiel zum vierten Mal. Nee, im vierten Spiel zum fünften Mal. Jawohl, 1:0. Sehr gut. Subotic ist nicht der Schnellste, aber seine Routine macht das dann wieder weg. Jetzt mal ein weites Ding. Kostic ist da, gewinnt sogar das Kopfballduell. Sehr schön. So, Bobby Wood gegen 4 Verteidiger. Geht hier einfach mal die Linie längs. Und wenn... Yo! Da wollte ich gerade flanken. Und dann holt er uns von den Beinen bösartig. Und das gibt die gelbe Karte hier, Freunde. Leon Balogun. So, jetzt mal hier auf den Kostic. Der ist Kopfball stark. Aber dann kommt Holpi dran. Ja gut, Holpi ist nicht dafür bekannt, dass er Kopfball stark ist. Trotzdem wieder mal eine Chance für die Statistik. So, gleich wird es auch mal Zeit, dass der Schiedsrichter abpfeift zur Halbzeit. Und da habe ich es gerade gesagt, da macht das auch schon. Erste Halbzeit ist um. Der Hamburger SV führt 1:0, völlig verdient. Und jetzt geht's ab zum Pausentee und dann gleich weiter mit der zweiten Halbzeit. Meine Damen und Herren, es geht weiter in der zweiten Halbzeit. Erste Runde Pokal und es sieht ganz gut aus für den HSV. Nur ein zweites Tor jetzt nachlegen. Und schon sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, die Mainzer machen jetzt mehr. Die müssen mehr machen. Der Trainer wird gesagt haben in der Pause, Freunde, das war zu wenig. Jetzt aber wieder der HSV mit Halilovic. Schickt dann nochmal Bobby Wood. Der geht dann einfach mal dran vorbei, kann schießen, Bobby Wood. Und Junge, 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 da wissen wir aber auch das nächste Mal, was wir da trainieren, Bobby. Junge, Junge, definitiv Abschluss. Gott, oh Gott, oh Gott, der ist ihm schon wieder über den Spann gerutscht. Also ihr seht schon, im Sturm, da brauchen wir definitiv Alternativen. Langes Ding, jetzt langes Ding und vorsichtig. Nur nicht faulen. Boah, steh auf. Jawohl, sehr gut verteidigt hinten. Und der Konter startet wieder über Kostic. Holpi zeigt an, gib mir doch mal den Ball. Jetzt bekommt er den auch und Kostic bekommt den wieder. Und am zweiten Pfosten ist Halilovic. Flankt nochmal zurück. Oh! Das wär's gewesen. Holpi köpft genau auf den Torwart. Geilo. Vorsichtig. Passlack macht den ersten Fehler im Spiel und da wäre es schon fast gewesen, Alter. Wir wechseln mal aus. Bringen für Sanchez Ekdal. Und vorne testen wir jetzt mal Waldschmidt aus. Der Junge kriegt seine Chance. Jetzt müssen wir mal aufpassen. So, es wird langsam eng. Nur 1:0 und, boah, ich sag's gerade schon wieder und da passiert es schon fast. Da schlägt der Ball fast schon ein. Oh, was für ein geiles Ding. Was für ein geiles Ding von Mainz. Vorsichtig, Subotic. Jawohl, gut verteidigt. Trotzdem Eckball.
Ja, gut geschwitzt, ja. Den hat René sicher. Kostic! Schön, Junge! Kann er sich den Ball hier noch erobern? Kann er machen? Kann er machen? Den spielt der Weltklasse auf Waldschmidt. Waldschmidt! Nein! Nein! Da kommt da so ein Schüsschen bei rum. Egal, Ecke. Und ja. Ach, Freunde. Chancentod HSV. So, in der Mitte ist alles offen. Jetzt heißt es mal da in die Schnittstelle. Genau, auf Ekdal. Und zweiter Pfosten. Da ist Nikolai Müller. Nikolai Müller! Gehalten noch Kostic. Ah, schade. So. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schön gemacht von Ekdal. Solche Leute brauchst du in der zweiten Hälfte, die schön viel mit Körpereinsatz agieren. Und wir kriegen nochmal einen Freistoß in der 89. Minute. Diese führen wir mal kurz aus. Und wen haben wir dann hier frei? Ostscholek. Vielleicht kann er nochmal eine schöne Flanke bringen. Die kommt sogar noch an, aber... Ja, Ecke! Wunderbar! Genauso soll es sein. Die werden wir jetzt mal kurz ausführen. Halilovic mit der Reingabe. Kopfball nochmal. Kommt aber keiner dran. Da kommt keiner dran und wir geraten in den Konter. Aber der Schiedsrichter pfeift ab. Das freut mich persönlich sehr und das wird die Mainzer sehr, sehr ärgern. Das wäre nämlich die Situation gewesen, 2 gegen 2. Aber... Da fragt am Ende keiner mehr nach, denn der HSV gewinnt die erste Runde im DFB-Pokal. Oder ich sag mal im deutschen Pokal. Ihr seht es hier schon, die Mainzer hatten zwar mehr Ballbesitz, das hatte ich vorher schon gesagt, aber wirklich Chancen haben sie nicht kreiert. Und ja, bester Mann heute Holtby, Halilovic und Paslak. Ich habe eine schlechte Neuigkeit. Hier hat jemand eine Zwangspause. Oh nein! Philipp Kostic hat sich verletzt. Die Diagnose lautet verstauchter Knöchel. Er wird für 3 Wochen ausfallen. Nein. So, und dann haben wir nochmal Preisgeld bekommen, weil wir eine Runde weiter sind. 268.000 D-Mark, Freunde. In der nächsten Runde müssen wir dann also gegen die Hertha aus Berlin. Zu Hause zum Glück. Nice one. Und ja, jetzt seid ihr wieder dran, Freunde. Ihr könnt nämlich entscheiden, ob wir das nächste Spiel gegen den ersten FC Köln machen oder gegen Metis Borussia aus Dortmund, Freunde. Also, schreibt mir einfach mal, gegen wen ich spielen soll. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Begegnung. Das wird richtig, richtig krass. Wie immer ist der Link unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch sehr, sehr gerne ein Like da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Karrieremodus mit dem HSV. Vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Peterle und Tschaußen.